In einem anonymen Schreiben wenden sich die Mitarbeiter der städtischen Gesellschaft Das Haus im Park mit einem dramatischen Hilferuf an Katrin Öhme. Sie fühlen sich alleingelassen und bitten um Hilfe. Man hat uns verboten, mit Herrn Adler Kontakt aufzunehmen, sonst hätten wir die rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Das hat mich erschüttert. Wie kann man Menschen verbieten, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen? Und wenn sie das privat machen, ist es auch ihre private Sache. Und wenn man ihnen droht, ich weiß nicht mit was, mit Kündigung oder so, das erschließt sich mir nicht, das macht mich sprachlos, das geht nicht. Jeder kann machen privat, was er will, ich bitte Sie ganz schön, wo sind wir? Ich sollte doch einfach zugeben, dass Herr Adler das selbst einfach so gemacht hat, ohne mich zu fragen. Ich sagte aber nur, dass das nicht stimmt. Also ich werde, ich sage das mal so, im Sinne der Stadt kann es nicht sein. Mitarbeiter dürfen niemals zu einer Aussage gedrängt werden. Man fragt höflich an und erwartet eine Antwort. Und wenn die Antwort nicht so ist, wie man sie als Fragesteller haben will, ja, dann ist es so. Dann kann ich nicht drohen mit Kündigung oder mit was auch allem. Es geht nicht. Herr Krömer wurde dann wütend und sagte, dass ich wohl spätestens Ostern nicht mehr hier arbeiten würde. Dafür will er sorgen. Das geht nicht, das kann nicht sein. Nein, das geht nicht. Nein, da sind andere Schritte, da sind rechtliche Voraussetzungen. Nein, es geht nicht. Wir haben einfach nur noch Angst um unsere Arbeit und unsere Familien und auch um die Bewohner. Auch deshalb schreiben wir Ihnen, ohne unsere Namen zu nennen. Ich werde mal gucken. Ich war eben gerade im Haus im Park, habe mir da Sachen angesehen, habe mir Sachen angehört. Das ist die eine Seite. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich weiter vorgehe. Ich muss ja beide Seiten hören, um mir ein Urteil zu erlauben. Wir haben auch schon vor Weihnachten an die Oberbürgermeisterin Frau Röder geschrieben. Doch es scheint sich niemand von der Stadt für uns als Mitarbeiter zu interessieren. Was heißt eingreifen? Dass die Oberbürgermeisterin das Schreiben bekommen hat, geht aus diesem anonymen Schreiben hervor. Das kann ich nicht beurteilen, ob das der Tatsache entspricht. Werde ich eingreifen? Was heißt eingreifen? Ich sag mal so, ich werde mich kümmern. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.